diesem Video bespreche ich mit euch eine außergewöhnliche Küchenplanung und bei der Küchentour wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Auch heute befinden wir uns wieder in einer guten Küche und zwar in einer Nolte Neo Küche. Und wir haben hier einen Frontmix. Zum einen haben wir die Front Nolte Neo Lodge in Eiche geschwärzt, gegrillt. Darf ich noch ein bisschen üben? Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Heißt, wir haben eine Furnierfront, das werden wir uns auch gleich nochmal im Detail anschauen, die auf der Vorderseite gegrillt ist, was natürlich eine sehr schöne harmonische Optik gibt und zum anderen auch einen akustischen Aspekt hat. Und zwar sorgt die für eine Schallminimierung und das durch die senkrechten Rillen. Ja, dann habe ich gesagt, wir haben einen Frontmix, wir haben eine Nolte Neo und eine Nolte Neo muss nicht immer zwingend auch eine Nolte Neo Front haben, sondern wir haben hier die Kombination mit der allseits beliebten Softlack Front und hier im Farbton Magma. Wir fangen an der Insel, das heißt, wir haben hier eine 75 cm Korpushöhe, einen niedrigen Sockel, weil hier wurde mit einer sehr starken Arbeitsplatte gearbeitet. Wir haben hier eine Keramikplatte, die allerdings aufgedoppelt ist. Das heißt, die Keramikplatte ist nicht so stark, sondern das ist nur ein dünnes Material und das wird im vorderen bzw. umlaufenden Bereich einfach nur angeblendet. Das ist natürlich so stark und massiv aussieht und gibt dem Ganzen natürlich eine entsprechende Wertigkeit. Was jetzt hier wunderbar gelöst ist, weil das ist auch immer wieder Thema in der Küchenplanung, ist das Thema Sitzplatz. Wie kann der jetzt interessanterweise integriert werden? Und da haben wir hier eine Lösung aus Thekenmaterial. Ich komme einfach mal ein Stück runter. Haben wir hier Thekenmaterial, 5 cm stark. Auch in der Eiche geschwärzt, auch furniert, also auch eine schöne Haptik, weil man halt hier wirklich auch schön die Holzstruktur spürt. Und das Ganze ist in die Insel eingearbeitet. Apropos in die Insel eingearbeitet, die Insel ist eingefasst in Wangen, in lackierte Wangen und das Wangenmaterial ist 12 mm stark. Also nicht das übliche 16 oder 25 mm, sondern halt hier wirklich eine sehr schmale, dezente Führung mit den 12 mm. Die Rückseite ist ganz klassisch ausgestattet mit Schränken, Push to Open, ohne Griffe und dahinter verbürgen sich einfach Einlegeböden, weil wir haben ja hier nur die 35er Korpustiefe, da ist das mit Einlegeböden immer sehr sinnvoll. Bei Nolte ist ja das Grifflosprogramm mit Matrix Art betitelt und hier haben wir die Besonderheit für Nolte Neo, die Matrix Art One. One 1 für nur eine Griffspur.
In dem Fall eine schwarze Griffspur, die auch entsprechend beleuchtet ist. Heißt, wir können ganz normal reingreifen, die Front aufziehen und der untere Bereich ohne Griffmulde dann mit Tip-On. Die Lichtleiste ist optional. Dafür gibt es dann am Ende der Zarge einen entsprechenden Akku und auch hervorzuheben der Farbton der Zarge, denn der dunkle Ton passt perfekt zum dunklen Korpus und dann gibt es natürlich auch ganz stimmig passend farblich die Anti-Rutschmatten dazu. Das Ganze geschlossen. Von der Planungsseite her haben wir hier 3,90er Unterschränke mit unterschiedlicher Ausstattung. Denn hier verbirgt sich ein wunderbar abgestimmtes Innenleben. Dann auch der Innenauszug oder die Innenschublade. Hier an der Stelle logischerweise Kochstellenschrank für Kochfeld mit integrierten Abzug. Das heißt, wir haben eine tiefengekürzte Zarge, damit auch die Luft hinter dem Schrank geführt werden kann und der obere Bereich verblendet, damit das Abluft oder dass der Lüfter auch dort entsprechend seinen Platz hat. Ja, und dann haben wir hier nochmal zusätzlichen Stauraum und das Ganze auch nochmal mit einer Innenorganisation hier jetzt die Möglichkeit, das Ganze in der oberen Schublade zu positionieren. Bei der Zarge ist auch nochmal zu erwähnen, dass ihr im Auszugsbereich dann immer auch automatisch das Boxdesign habt. Und somit kann seitlich halt nichts mehr rausfallen. Ja, jetzt sind wir schon auf der Küchenzeile. Die Küchenzeile hat natürlich auch ganz viele Highlights. Das, was auffällt, sind natürlich die Aufsatzschränke. Bedeutet, hier wurde gearbeitet mit einem Trockenbau, um einfach die Tiefe zu bekommen, um Platz für die Aufsatzschränke zu generieren, ohne Arbeitsfläche zu verlieren. Die Aufsatzschränke, ein Mix aus Glasvitrinen mit dem Metallrahmen in Bronze, ist natürlich sehr stimmig zur Softlackfront in Magma und ein schöner Kontrast zu unseren schwarzen Eiche. Die Vitrinschränke selber beleuchtet, heißt, wir haben seitlich rechts und links eine durchgängige LED-Leuchte, um hier nochmal auch das Ambiente gut und wunderbar hervorzuheben. Hier jetzt in der Küchenzeile wieder auf die Linienführung geachtet. Wir haben unterschiedliche Aufteilungen in den Schränken. Hier zwei Schränke mit der hohen Zarge und oben nochmal Auszüge und den Schrank hatten wir ja schon geöffnet, haben wir auch unten wieder die hohe Zarge und zum Vergleich zwei innenliegende Schubkästen. Auch hier wieder die Möglichkeiten gezeigt, die ihr habt, um in der Planung natürlich das auf eure Bedürfnisse abzustimmen. Das auch ja auch immer unser Credo, die Küche nach dem Nutzer zu planen, denn ihr seid ja in der Küche und bewegt euch da, arbeitet da und dann macht es keinen Sinn, wenn das meine Küche ist, sondern ist es wichtig, dass es eure Küche ist. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Highlight verbaut und zwar einen großen Abfallsammler. Der ist jetzt speziell gedacht für den gelben Sack. Wer noch einen gelben Sack hat, gibt ja schon viele Leute, die halt die gelbe Tonne haben. Und dann haben wir hier nochmal ein Abfallsystem aufgrund der Tiefe oder der größeren Tiefe können wir ja natürlich auch ein tiefes Abfallsystem planen, weil ja unsere Wasseranschlüsse dann zurückgesetzt sind und somit können wir die Tiefe des Schrankes komplett ausnutzen. Da
Da wir ja gerade über den Spülenschrank gesprochen haben, möchte ich euch die Spüle nicht vorenthalten. Und zwar haben wir hier eine Unterbauspüle. Sprich, die Spüle sitzt unter der Arbeitsplatte. Jetzt sehen wir auch schön das Arbeitsplattenmaterial hier nochmal vom Ausschnitt her, von der Verarbeitung angefasst. Und dann haben wir hier unsere Granitspüle, eine Silkranit von Blanco und auch die passend farblich zum ganzen Küchenambiente abgestimmt. Und dann gehen wir weiter, kommen wir schon in die Hochschrankanlage. Hochschrankanlage natürlich hier in dem Fall raumhoch geplant. Und jetzt wird natürlich die Front Lodge richtig in Akzent gesetzt, denn wir haben hier für den Hochschrank eine durchgängige Front, also ohne Frontaufteilung, und somit das oder die gerillte Optik kommt hier natürlich wunderbar zur Geltung. Das Ganze als Push to oben. Wir haben hier einen Vorratsschrank mit den Innenauszügen. Hier auch wieder mit dem passenden Zubehör. Und im oberen Bereich das Ganze nochmal ergänzt mit drehbaren Tablaren. Na, wenn man nicht komplett nach hinten greifen kann, dreht man das und holt sich das einfach nach vorn. Machen wir wieder zu. Ja, was verbirgt sich hier? Was könnte es sein? Klar, der Kühlschrank. Kühlschrank auch mit elektrischer Türöffnungsunterstützung. Heißt, wir haben hier den Sensor und haben hier den Motor sitzen, der dann die Front aufdrückt, so dass wir von der Seite reingreifen können. Auch hier wieder zu sehen, der Trend, den wir auch im Studio spüren, dass die Kühlgeräte größer werden. Und an der Stelle kann ich auch euch nochmal die beiden Videos zum Thema Kühlschrank empfehlen, die wir auf der IFA gedreht haben für euch. Und die verlinken wir euch über die Infokarte, über das i. Also wir haben hier eine 178er Nische und das Ganze ergänzt noch mit dem Gefrierfach. Und unten haben wir wieder unsere frische Fächer, allerdings hier kein 0-Grad-Fach, sondern nur das Hyperfresh. Das heißt, ich kann hier an der Stelle die Feuchtigkeit regulieren, um mein Obstgemüse länger frisch zu halten. Dann das Ganze ergänzt. Jetzt kommt der Vitrinenschrank aus den Aufsatzschränken, kommt wieder. Und jetzt können wir uns den auch hier sehr genau anschauen. Also wir haben das Metallprofil in dem Farbton Bronze. Wir haben hier über die komplette Länge die Griffleiste. Da können wir den einfach aufmachen, dann die Dinge rausnehmen oder reinstellen. Und auch hier sehen wir die durchgängige Beleuchtung links und rechts. Natürlich dort, wo der feste Boden ist, den wir für die Stabilität brauchen, ist die Leuchte nicht zu sehen. Und ja, das, was auch in der Planung öfters jetzt zum Vorschein kommt oder bei uns gewünscht ist, ist das Thema, wo kommt der Backofen hin? Weil in so einer, ja, optisch herausstechenden Küche wäre das ja immer so ein bisschen ein Fremdkörper, weil einen Backofen gibt es ja nicht in Bronze, ja, es gibt den in Schwarz, es gibt auch von der einen oder anderen Firma den in einem Grauton, aber irgendwie passt das ja doch dann nicht so wunderbar dazu, wie wir es hier im Gesamtkonzept haben. Also wird er einfach bei dem Hochschrank auf die Stirnseite gesetzt und dann haben wir natürlich unsere Geräte hier verbaut. Wir haben hier wieder entsprechend die Geräteumbauschränke passend für unseren Backofen. Hier jetzt sogar ein NEF mit der versenkbaren Tür, also ein Slide-and-Hide-Gerät. Dann hier ergänzt um ein Kompaktgerät mit der passenden Wärmeschublade dazu. Und da wir ja hier in einer grifflosen Küche sind, auch hier auf die Griffe verzichtet, alles dann über Push to Open zu öffnen. Und jetzt sehen wir auch hier nochmal wunderbar
dass auch die Rückseite der Front entsprechend furniert ist, somit auch die Wertigkeit nochmals unterstrichen wird. Und hier sieht man jetzt auch wunderbar die Rillen, die hier gut zur Geltung kommen. Und unten auch wieder das Ganze mit Push to Open und den innenliegenden Auszügen mit dem Schubkasten. Dann machen wir die Tür wieder zu, dass wir das Ganze ordentlich verlassen können. Während ich mich zur nächsten Küche begebe, könnt ihr unsere Nolte Neo Videos anschauen über die Playlist, die wir euch verlinken. Wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, habt ihr die Möglichkeit, über das Gutzmann Küchenlogo den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder wenn die neuen kommen, mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.